Ich gucke auf jeden Fall, wenn ich die beiden Schatzkammern noch gebaut habe. Ja, das ist eine gute Idee. Grab mal nach hier. So. Grab einfach mal nach dort. Ganzes Stück lang von mir aus. Einheiten beschwören. Was für eine Einheit habe ich noch nicht beschworen? Ah ja, Dunkelzwerg. Kann ich gleich noch mal einen beschwören, oder? Dunkelzwerg und ein Okkuli brauche ich noch. So habe ich nämlich wenigstens das hier gekriegt. Muss immer mal rechnen, ob es nicht vielleicht auch Sinn macht, die beiden freizuschalten fürs Einheitenbeschwören, aber eigentlich nicht. So. Ihr kriegt jetzt erst einmal bessere Waffen. Und ihr kriegt überhaupt Waffen und Rüstungen. Und ja, bei der Menge, die ich da herstelle, könnte ich... was ist jetzt passiert? Egal. Ich habe gerade irgendein komisches Geräusch gehört. Aber packe ich einfach mal unter Gal ab. So. Trupp 1 kann man mal hier hin. Trupp 2 könnten wir auch mal losschicken auf eine Zweier-Mission. Oder die schicken wir Trupp 3 los. Einfallende Helden. Trupp 2 ruhig mal hier hinten hin. Sprenghähnchen. So. Das heißt, noch mehr frische Materialien für uns. Gut. Gut, ein Okkuli rufen. So. Ja, schalten wir als nächstes da die... frei, die Aushebung, die letzte, die Rune für Dings. Verschiedene Räume können wir nicht freischalten. Überfälle können wir auf jeden Fall freischalten. Und ich müsste eigentlich dem Squad da auch noch. Na gut, schicken wir Squad 1 nochmal auf eine Materialmission. Ja, super. Gerade den Squad. Ich wollte eigentlich den Squad losschicken. Aber verheizen wir mal Ims für Wut. Life. What's the point anyway? So. Und so. Du, bevor du da so rumstehst, kannst du dich mal nach da bewegen. Gut, kommt Squad 3 jetzt gleich wieder? Ach ja, Squad 2 wollte ich losschicken. Hierhin. Dann gucken wir mal. Ein Stufe 2 Zauberer und Stufe 2 Kleriker. Die Dinger sind alle wie gleich stark immer. So. Feindeinfall. So, bringen wir die Materialien, damit wir die erste Schatzkammer bauen können. Genau dahin nämlich. Vielleicht kriegen wir so die
150, die noch fehlen, zusammen. Ich werde ja gleich sehen, wie viel uns so eine Schatzkammer bringt. Nicht viel. Schade, aber trotzdem. Okay. Ah, wir haben aber jetzt genug, um Squad 4 freizuschalten. Beziehungsweise halt das vierte Squad. Also das Runen-Squad, so. Das wollte ich sagen. Squad 1 können wir gleich wieder losschicken. Schicken wir Squad 1 mal auf eine große Mission. Ja, tatsächlich drei Level 1 Helden, die können nichts. So. 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 Squad 4 mal mit Rüstung und so weiter upgraden. Und da müssen wir gucken, dass wir unseren Dungeon mal leer kriegen. Au! Das hat mein Skelett erwischt. Achso, Squad 1 habe ich ja auf den Dings, auf den Überfall geschickt. Aber ich kann Squad 2 nochmal gleich losschicken, den Überfall zu machen. Squad 1 braucht ein Ersatzskelett. Sobald sie wieder da sind, natürlich. Ich sag bloß, die kloppen sich immer noch. Nein, sie sind endlich auf dem Heimweg. Beziehungsweise, ich gebe ihnen, glaube ich, einen Dunkelzwerg als Ersatz. Fernkämpfer sind doch nicht so toll in dem Spiel. Lieber was, was ordentlich drauf moschen kann. Gut. So, verbessern wir erst einmal den Trupp. Holen uns einen Dunkelzwerg. So, Missionsziel erreicht. Das heißt, wir haben jetzt Ruhe vor Malister Coolies Schergen. So, du haust mal ordentlich da drauf. Währenddessen wird der Rest deines Squads mal abgegradet. So, für dich mal Opfer, für dich auch mal ein Opfer. What's the point anyway? Dann brauche ich neue Imps. Adava Kadavra. Gut. Squad 2 kann sich gleich nochmal nützlich machen und den Ort überfallen, dass wir endlich in der Hauptstory vorwärts kommen. Den Krieger und eine Bogenschütze werden die ja noch wegkriegen. Ah, helfen wir mal kurz ein bisschen nach. Au, 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 heilen, heilen, heilen. Warum fallen jetzt schon wieder Feinde ein? Ich dachte, das mit Fuli hätten wir jetzt erledigt. So, du siehst so aus, als ob wir dich verbessern können. So. Tara Paleskin, Velvet presumes? Well, yes. And who are you? Some wannabe warmonger going after the Sovereign's scalp? It makes Velvet sad to meet persons so damaged that they are unable to recognize true righteousness. But yes, the Sovereign will soon be removed from office. In that case, I'm happy to inform you that you're irreparably late. Late? What do you mean? Oh, Velvet understands. You mean that the immense harm the Sovereign has already done cannot be undone. Is this so? I mean that the Sovereign is gone. Vamoosed.
chased away from Castle Twilight by Blamey Bannister in allegiance with the Holy Conclave. Well, Velvet is a little bewildered now. Or maybe clerics of Agrela meeting goblins beneath Mayhew? The Serpent of Libertinum? The High Pontiff herself threatening the realm? There has been a coup, hasn't there? Correctamundo. The last anyone saw of the Sovereign, he and some guards were riding north. One of the Conclave's best agents went after him. He will soon return as the captive of Skirazia the Wondertaker. Skirazia? Now that's a shocker. She is friends with Velvet's little hell child. Or so Velvet assumed. So you're one of those idiots she has been using to run our errands. Fetching the crown of Sidrian replica in Babarbia and the ancient record of sovereigns from Thorn's Peak? She lured you to attack the city council as well, didn't she? Just to divert the sovereign's attention from what was happening under his oversized nose. Well, that's truly wicked of her. But Velvet doesn't understand why you're mocking me, priestess. There is still a sovereign, isn't there? There's still a horribly evil ruler to carefully skin alive. You just need to tell Velvet how to gain access to the tunnel. I'll tell you nothing, you pathetic moron. Only the Sovereign and the High Pontiff of the Conclave possess the keys to open that tunnel. The slight buzz in Velvet's horns tells him you're lying. There is a way, isn't there? Maybe there is, maybe there isn't. You'll never know. How tiresome you evildoers are. Now Velvet must bring you to his private chambers for a good spanking to drive the evil spirits out. Hellchild, you just keep doing what you're doing, and Velvet will get back to you as soon as he knows what needs to be done. Ach du meine Kacke. Warum muss das alles immer so kompliziert sein? So, du bleibst mal hier für den Fall, dass sich doch noch mal irgendwer zu Wort melden will. So, ich bräuchte eigentlich jetzt weiter Materialien für mehr Schätze, aber ich will erstmal die Helden hier oben loswerden. Also kriege ich ja eigentlich auch Materialien. Finde den Geheimgang. Ah ja. Helden im Dungeon. Na komm, die prügeln wir mal kurz ins Nirvana. Das macht nämlich noch mehr Materialien. So kommen wir auch erstmal ein bisschen Materialien ran. So. Gut. Alle Truppen ready? Ja. Dann mal bitte wieder ordentlich draufhauen. Und ihr beide kriegt neue Opfer. Ja, was ich mir gedacht habe, dass da kommt gut was an Materialien gerade zusammen. Und hoffentlich auch gut was an Erfahrungspunkte für die einzelnen Truppen. Jo. Ich finde den Geheimgang. Ich suche das Gebiet nach dem Geheimgang. Okay, kein Problem. Wird alles irgendwie erledigt. So, alle Truppen wieder nach hier. Baal auch mal nach hier. Und dann haben wir auch bald die Materialien, die wir brauchen für den letzten Trupp. Feuerhexenmeisterin. Okay, so eine hatte ich noch nie. Bis jetzt war es immer ein alter Mann. Aber die hat Hörner. Darauf sollte Baal ja eigentlich stehen.
Kloppen. So. Und eine neue Rune für uns. Naja, schade. Dafür haben wir jetzt gleich die Materialien für die letzte Schatzkammer. Muhaha. So. Dann gucken wir mal, wenn wir hier durchgehen, ob wir eine neue Quest kriegen. Nö. I feel the need. Okay. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Hier sind nur ein paar Helden, die wir wegmoschen können. Dann würde ich jetzt aber wirklich mal sagen, die beiden stärksten Squads sind 1 und 2. Also schicke ich Squad 1 hier hin. Wie viel Gold bringt das? Ah, 75. Dann schicke ich halt Squad 2 hier hin. Squad 3 beschafft Materialien. Da brauche ich nämlich noch welche. Und Squad 4 besorgt Schätze. So. Und Ball. Und du nach da. I feel the need to